Meine sehr geehrten Zuschauer, herzlich willkommen zu einem neuen 60-Minuten-Video. Dieses 60-Minuten-Video wollte ich eigentlich erst an Ostern raushauen, denn wir spielen Left in the Dark, No One on Board. Und es ist ein Wimmelbildspiel. Und so ein kleines bisschen habe ich ja schon eine Liebe für Wimmelbildspiele. Und logisch, ich wollte es an Ostern veröffentlichen, weil Wimmelbildspiele, ne, Dinge raussuchen wie Ostereier, ne? Ja, ist unter den Wimmelbildspielen definitiv eins meiner Favoriten. Hatte ich, glaube ich, tatsächlich innerhalb von... Ich glaube, das hatte ich wirklich an einem Tag durchgespielt, weil es mir extrem Spaß gemacht hatte. Und ja, ihr wisst ja, 60 Minuten schauen wir uns das einfach mal an. Und fuck, ist das laut. Ui. Ich hoffe, euch sind jetzt nicht die Ohren geplatzt. So, so kann man das lassen. Eieieiei. Okay. Dann spielen wir mal. Normal. Dear Madam Detective. Our city has a mysterious problem that we can't solve on our own. Last month, a cargo ship loaded with goods and a full crew sailed from our harbor. But the ship never reached its destination. We found it a few weeks later, empty and drifting aimlessly. The cargo and crew had vanished. You, Madam Detective, have a reputation for solving the unsolvable. Please help me crack this case. Kein Problem. A mystery indeed. How could cargo and sailors go missing at sea, but the ship be found intact? Magie. Nee, interaktive Hilfe braucht man nicht. Dafür bin ich da. Ich habe es ja eh schon mal durchgespielt, deswegen weiß ich, wie das Spiel funktioniert. Und zu Wimmelbildspielen selbst muss man halt sagen, ne? Die haben zwar immer mal wieder, also sie sind nicht zu 100% ernst zu nehmen, aber das hier ist zum Beispiel eins, was eine, in Anführungsstrichen, relativ ernste Story hat. Und ja, ansonsten ist es halt, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, wie die meisten anderen. Aber das werdet ihr ja gleich sehen. Also interaktive Hilfe brauchen wir nicht. Ja, möchte ich überspringen. So, als erstes quatschen wir mal mit den Dudes hier. Madam Detective, thank goodness my letter reached you in time. I'm John Donahue, Mayor of Port Providence, and the local authority on the case. I've continued to investigate on my own, but found precious little in the way of clues. We've pulled the ship in from a few miles north of here and moored it in the harbor. I'm the harbor master of Port Providence. I personally inspected the ship inch by inch for the mayor, and I didn't find anything unusual. Sagen Sie alle. I doubt you will either, but you must start somewhere. It'll be dark and cold under the deck. Hardly a pleasant stroll. Better take this lamp with you. Dankeschön. I've got a security detail on the ship. No one boards without a pass from the mayor. Here's yours. Auch Dankeschön. I truly hope you can uncover the truth and put the citizens of Port Providence at ease. Now, Harbormaster, let's get back to our duties and let the lady do hers. It sounds like the real clues are hidden on board the ship. I've got to find where it's docked. Okay, neues Ziel. Gelange zum Schiff. Kriegen wir hin. Wir können uns hier natürlich überall noch ein bisschen umsehen, da wo es halt möglich ist. Das könnte ein Abbild des Hafenmeisters sein, als er noch jung war und noch keine grauen Haare hatte. Hier könnte ich klingeln. Bringt aber wohl nichts.
Neues Ziel, setze die Karte zusammen. Eine zerrissene Karte der Küstenlinie von Port Providence und des Ozeans. Es fehlen ein paar Teile. Ja, dann werden wir die irgendwann wahrscheinlich mal noch finden. Gut, gehen wir raus. So, also wo das Schiff ist, das konnte ich dir sagen. Das ist da hinten. Das Schiff ist das Zentrum dieses Rätsels. So, hier haben wir einen Doggo. Der sieht super knuffig und beruhigt aus. Der Hund hat aber schlechte Laune. Ich muss ihn von mir ablenken. Der Napf ist leer. Ich wette, er hat Hunger. Jo, gehe ich von aus. So, hier haben wir noch eine Hütte. Hier seht... Ich werde mal sagen... Ein Geist. Aber nur vielleicht. Ach nein, ich wollte... Ja, ich wollte die Laterne... Ich habe das Ding gerade für die Laterne gehalten. Ich wollte eigentlich nur die Laterne benutzen. Ja, findest du auch. Lassen wir hier die Flaschen weg. Dann haben wir hier schon mal einen Schraubendreher. Und hier unten. Okay. Ich traue mich nicht, das Ruder anzufassen, bevor die Schlange nicht weg ist. Na gut. Da können wir erstmal nichts gegen machen. Was haben wir hier? Ein Bootshaken. So, dieser nette Dude wird uns gleich aufs Schiff lassen und hier haben wir unser erstes Wimmelbild. So, was brauchen wir denn? Ah, ich weiß noch, ich habe meine Freundin das Spiel mal spielen lassen und sind tatsächlich ein ganzes Stück lang verzweifelt, weil wir überlegt haben, Kerngehäuse. Was hier könnte ein Kerngehäuse sein? Ich zeige euch die Lösung. Das soll ein Kerngehäuse sein. Also ich habe noch nie gehört, dass man diesen Apfelstrunk Kerngehäuse nennt. Also wirklich nicht. Noch nie. Weiß nicht. Vielleicht ist es bei euch gängiger, also bei mir auf keinen Fall. So, was brauchen wir denn alles? Wir brauchen die Kapitänsmütze, die ist hier. Wir brauchen die Brieftasche, die ist hier. Die Aufziehmaus ist hier. Dann brauchen wir eine Taube, die ist hier. Ein Pinsel, der ist hier. Eine Lampe, die ist hier. Spiegel ist hier. Da ist die Augenklappe. Die Poseidon-Statue muss man erst zusammensetzen. Da muss ich jetzt gerade mal gucken, wo war die andere Hälfte. Da ist die andere Hälfte. Aber die nämlich auch. Fehlt noch die Sonnenbrille. Sonnenbrille, Sonnenbrille. Die... Da. Und dann fehlt nur noch ein Fläschchen. So, und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine... Die war falsch. Das war kein Fläschchen. Ich würde es nur gerade mal mit 100% Erfolgsrate machen. Weil es dafür dann auch noch Erfolge gibt. Aber gut, klicken wir es mal an. Ja, scheiße. Das ist nämlich nicht das. Ach, das hier war's. Oh. Naja, egal. Ah! Okay, weniger als 3 Fehltipps. Na gut, ist doch was. So, haben wir hier unsere Aufziehmaus. Wir können auch mit dem Dude sprechen. You're not boarding that ship without a pass, and I'm not rowing us there without me other oar. Looks like we found ourselves in a quandary. Ja, ist kein Problem. Ich weiß ja, wo dein Ruder ist. Das holen wir eben schnell. Gehen wir nämlich hier zur Schlange und benutzen die Aufziehmaus.
Tschüss. Lucky for me, the snake slithered away. Yep, wir benutzen das Ruder. Oder auch nicht. Stop! Don't board that ship, whatever you do. Go back while you still can. What was that? The ghost of a young girl. Well, now I must investigate the ship. I must investigate the ship. Es gibt ein Problem, was ich immer mit Wimmelbildspielen habe. Und das sind die Synchronsprecher, die das Ganze so übertrieben betonen. Also wirklich so absolut übertrieben. Das hat schon nichts mehr mit Gefühl zu tun. Na egal. So. Einmal dein Ruder. Lucky day you found me all. Still, I can't let you on the ship without a pass personally signed by Mayor Donahue. I have me orders. Ist kein Problem. You've got a pass and I've got me all. So it looks like we're all set. When you're ready, step aboard me little skiff. Jo, machen wir. Ab aufs Deck. Auch wenn der Geist gesagt hat, nee, lass mal. Hello? Is there someone on board? Hello? Nee, du. I'm on the ship. It's time to start the investigation in earnest. Was meinte der eine Dude, ihm ist nichts Ungewöhnliches aufgefallen? Na gut, man kann schon sagen, dass das einfach aussieht wie ein Schiff nach dem Sturm, ne? Aber, weiß nicht. Na gut, also wir nehmen einmal einen Eingang. Oh, heavy beams are blocking the entrance. I have to remove them somehow. Ja, kriegen wir hin. Und ab. Dam, dam, dam. Ist aber nicht schlimm, denn da oben ist der zweite Haken, da kommen wir aber nicht von Hand dran, deswegen brauchen wir den Bootshaken. Dann können wir das auch nehmen. Da dran. Hoch damit. So. An dem letzten Balken ist kein Griff, also weiter mit Plan B. Also mein Plan B wäre einfach durchtreten. Das würde ich, glaube ich, mit meinem Fuß noch hinkriegen. Das ist relativ... Ja, wobei doch so ein Balken... wird doch schwierig mit durchtreten. Aber man könnte es ja wenigstens mal versuchen. Hier mal das Gestrüpp weg. Eine schädelförmige Vertiefung. Ich frage mich, ob das nur eine Verzierung sein soll. Wenn du dich das schon fragst, ist die Antwort... Nö. Was nützt einem ein Kescher mit einem Loch darin? Weiß nicht. Du hast geglitzert, ich hab's angeklickt. Ja, mein Zahlenschloss, da kommen wir auch nicht weiter. Ne, aber es geht noch hier hoch. So. Und hier haben wir auch diverse Dinge. Einmal ein bisschen Papierkrams. Der Fluch kehrt zurück. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Man glaubte, die Unglücksserie sei endgültig vorbei, doch während der letzten 50 Jahre kam es alle 10 Jahre zu Schiffskatastrophen. Entweder sanken die Schiffe mit Mann und Maus oder sie wurden verlassen im Meer gefunden. Ein Detektiv vom Festland nahm vor 10 Jahren die Ermittlungen auf, doch auch er verschwand. War er ein Opfer des Fluches? Und wer muss als nächstes daran glauben? Die Bürger von Port Providence sind entsetzt. Hilfe! Ist auf dem Artikel geschrieben. Wer hat das geschrieben? Wer weiß. 1725 und ein Schlüssel. 1725. Die Seemänner dachten, die Statue würde ihnen Glück bringen. Ein paar Teile an ihr scheinen zu fehlen. Da hinten glitzert's auch. Im Wasser schwimmt eine Kiste. Sie muss vom Schiff gefallen sein. Da haben wir doch auch was dafür. Den Bootshaken? Nee? Ist zu kurz. Okay, brauchen wir was anderes. Vielleicht passt hier
Vielleicht passt hier ein Symbol oder ein Schlüssel hinein. Ein Schiff sollte viele Versteckmöglichkeiten bieten. Wir haben ja einen Schlüssel, aber der ist hierfür tatsächlich nicht gedacht, sondern für den Haupteingang, hinter dem der Balken liegt. Also, beziehungsweise wo der Balken davor liegt, so rum. Aber wir haben ja jetzt das hier. 1, 7, 12, 5. Und schon haben wir eine Schädelhälfte. Wir brauchen aber natürlich beide. So. Stimmt. Ich habe ihn übersehen. Den Haken. Den braucht man nämlich, um die Truhe da aus dem Wasser zu holen. Die Kiste ist verschlossen, aber das Schloss ist nicht sehr stark. Vielleicht kann ich den Deckel aufhebeln. Ja, viel Spaß dabei. Das nächste Wimmelbildspiel. So, einmal die Shadow-Symbolhälfte. Die haben wir hier. Was brauchen wir noch? Die Halskette. Eine Armbanduhr. Armbanduhr. Du bist keine Armbanduhr. Perle brauchen wir. Dafür brauchen wir das Messer hier. Jawohl. Was brauchen wir noch? Das Schloss brauchen wir. Buddha brauchen wir. Den Kelch brauchen wir. Den Fisch. Fischi, Fischi. Wo ist hier eine Fischi? Da ist eine Fischi. Da haben wir eine Spinne. Ein Seestern haben wir hier. Ein Fernrohr. Haben wir hier. Ein Tambourin. Haben wir hier. Du bist keine Armbanduhr. Du zählst als Armbanduhr. Okay. So, jetzt haben wir beide Schädelsymbole. Setzen wir natürlich ein. So, und jetzt kommt nämlich auch schon unser erstes Rätsel. So. Ihr kennt mich ja aus RPG-Maker-Spielen. Ich bin ein Rätselmeister. Und das hier ist auch, ich sag jetzt mal, verhältnismäßig einfach. Wir müssen einfach nur schauen, dass die Räder so gedreht werden, dass die Farben komplett sind. Tada! Das war's schon. Weniger als eine Minute. Yay! Und wir kriegen einmal eine Säge und ein Teil der Karte, die noch unvollständig ist. So, und mit der Säge können wir jetzt natürlich diesen Balken zersägen. Und natürlich schmeißen wir danach die Säge weg, weil die werden wir natürlich nie wieder gebrauchen. Prost. Einmal aufschließen. Und hineinspaziert. Hello? Is somebody there? Schauspielerische Kunst. Nicht ganz, er hat nur versucht, dich einzusperren. Und geschafft. So, was haben wir hier? Eine Planke. Wir kriegen einen anderen Weg hin. So, was haben wir hier? Da ist was in der Vertiefung. Da kommen wir aber aktuell nicht ran. Wir haben eine Schnur. Ich glaube, aktuell können wir hier noch nicht viel machen. Hey Jungs, wer auch immer meinen Magneten geklaut hat, gibt ihn mir besser zurück. Jack. Bist du Jack? Ein verfluchter Ort. Einige Meilen nördlich von Port Providence liegt die Teufelsinsel. Es heißt, viele Schiffe seien vor ihrer Küste verschwunden.
Der Raubmord an einer wohlhabenden Familie in der Nähe der Teufelsinsel vor 40 Jahren soll den Fluch und das Verschwinden der Schiffe ausgelöst haben. Mein Gott, die gesamte Crew ist tot. Ich bin der letzte Überlebende an Bord. Ein Seemonster. Teufelsinsel? Eine ermordete Familie? Ein Fluch? Ja. Das alles gibt es nur hier. This place is full of codes, but Jack seems like one to remember. Ja, sollten wir hinkriegen. Warum befindet sich hier an Bord eine Wachsfigur? Wie seltsam. Ihm fehlt ein Haken. Das Auge beobachtet mich. Kann ich nicht einfach mal eben so mit meinem Bootshaken hier so, ne? Krick, einfach mal rein? Ich glaube, dann wäre das ganze Spiel schon erledigt. Ew, Hauptkorridor. Was finden wir hier alles? Ein Zitterall. Ich halte lieber Abstand, sonst erhalte ich einen Stromschlag. Schade. Ich schätze mal, dann kann ich dich auch nicht ranholen. Doch. In dieser Flasche ist irgendetwas. Ich darf sie nicht zerbrechen. Wer weiß, was sich darin befindet. Schnummer, Hebel. Hebel wäre etwas sonderbar. Nee, natürlich nicht. Okay, da muss ich dann anderweitig ran. Ich kann nicht durch Wasser warten, indem es von Zitterallen nur so wimmelt. Kannst ja wenigstens probieren. Ach so. Ja gut, darauf hätte ich kommen können. So, was haben wir hier? Da fehlt ein Hebel, kann das sein? Aber wir haben einen Hebel. It's kind of magic, magic. Vor allem. Ich weiß gar nicht, in welchem Jahr dieses Spiel spielt. Also auf jeden Fall gibt es schon moderne Technik, aber solche Hebel auf einem Schiff? Unwahrscheinlich. So, was leuchtet hier noch schön vor sich hin? Die Tür wurde mit Brettern vernagelt. Ja, gut. Da werden wir später noch hinkommen. Allzweckraum. Allzweck heißt hier wirklich Allzweck. Wir haben alle möglichen Dinge. Hier haben wir zum Beispiel schon mal eine Zange. Und ein Schäkel. Alte Fischernetze. Was haben wir hier? Im Wasser schwimmt eine Figur, aber ich erreiche sie nicht. Ja, ich glaube, das kriegen wir auch noch nicht hin. An der Kette fehlen ein paar Glieder. Ja, ich glaube, ich habe keine. Die brauchen wir erst noch. Okay. Dann dürfte sich das hier erstmal erledigt haben. Neues Ziel, lege die Kammer trocken. Oh no, there's a dead sailor in there. But the harbor master said he searched the ship. Nee, hat er nicht. Das kann ich dir versprechen. So, dann haben wir einen zweiten. Ich kann diese wasserdichte Tür nicht öffnen, das Handrad fehlt. Ja gut, solltest du jetzt aktuell auch, glaube ich, noch nicht. Weg damit. In dem Loch befindet sich etwas, aber ich erreiche es nicht mit bloßen Fingern. Bezweifle mal, dass die Zange da hilft. Dachte ich mir irgendwie. So, und dann haben wir noch eine Tür. Der Türgriff fehlt. Ist ja supi. Solange du mir jetzt nicht erzählen willst, dass du mit der Zange hier... Okay. Dann hättest du die sicher auch von Hand rausbekommen. Aber du willst ja sicher deine tollen Fingernägel nicht kaputt machen. Ja, eventuell. Vielleicht aber auch nicht. Ich spüre, wie die Gestalt mit dem Haken mich beobachtet. Ich muss vorsichtig sein. So, was haben wir hier? Das Passwort haben wir. Jack. A beautiful crystal. Apparently some of the cargo was missed. Cool.
Ein Kristall. Eine Koje. Die Schublade ist verschlossen. Ich muss sie irgendwie öffnen können. Ein Korkenzieher. Essstäbchen. Ich könnte diesen Knopf mit einem dünnen Objekt anheben. Essstäbchen? Hätte ja klappen können. Ja, so. Das sind immer so die ersten Minuten von dem Spiel. Die weiß ich noch komplett auswendig im Kopf. Und danach weiß ich nichts mehr. Danach muss ich wieder suchen. Essstäbchen? Essstäbchen. Glückwunsch, du hast ein Objekt gefunden. Sicherheitsnadel. Muss ich nur noch wissen, was ich damit mache. Achso, ja klar. Gucken Sie hier. Also, darauf hätte ich auch so kommen können. Um an ihren Inhalt zu kommen, kann ich nicht kombinieren? Nee. Der Essstäbchen wird... Okay. Hätte ich jetzt nicht erwartet, aber okay. Ein Stundenzeiger haben wir. Jetzt weiß ich nicht, ob die hierfür sind. Ja. Und hier noch. Ich sehe Rätsel. So. Muss wahrscheinlich alles passen. Das muss ja letztendlich aber... Das Äußere sollte... Ah, Moment. So, 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 so. So. Ah, sehr schön. Let's go. It worked. The water is draining. Yay, wir haben die Kammer trocken gelegt. Ich wusste, ich bin ein Genie. Wollen wir da jetzt wirklich hin? In der Besatzungskabine kann ich ja jetzt noch nichts machen, ne? Glitzert hier zwar, aber ich kann die höchstwahrscheinlich noch nicht öffnen. Ich wüsste jetzt nicht mit was. Mit der Sicherheitsnadel? Nee. Hätte mich jetzt auch gewundert. Oh, dann gehen wir mal hier rein. Achso, das Handrad fehlt. Oh, das habe ich total vergessen. Hier fehlt der Türgriff. Gibt es noch was hier vorne wieder? Einen Haken habe ich noch nicht. Magneten habe ich auch nicht. Du. Eine Weltkarte. Super. Das hilft mir nicht sonderlich. Haben wir alles? Hier haben wir alles. Mit einem dünnen Objekt. Bist du das dünne Objekt? Ja. Okay. Sehr schön. Türgriff und Tag 4. Vor 4 Tagen sind wir ausgelaufen. Heute Morgen erwachte ich durch einen seltsamen Traum. Ich sah ein Ziffernblatt und darauf war es 19.10 Uhr. Wird mir heute Abend etwas zustoßen? War es ein Traum, eine Erinnerung oder eine Vorahnung? Wer weiß. 19.10 Uhr. Merken. So, Türgriff. The skeleton of a sailor. This ship was not searched thoroughly. Sach bloß. So, Handrad, Kelch. Mein Kelch? Nein.
Was haben wir denn generell hier alles jetzt so? Hier haben wir das Hufeisen, hier haben wir die Kratzspuren. Hier haben wir das Piratenschiff. Hier haben wir das Gewicht, die Glocke, Buddha, Kelch, beziehungsweise Krug. Kelch? Ach, hier ist der Kelch. Eine Waage. Dann gibt es noch Maus und Bernstein, da muss ich noch gucken. Ah, Käse. Hallo Maus. Und Bernstein. Ah, intelligent. Handrad, sehr schön. I'm Isabella. My death is linked to Devil Island. Come, I will show you. Hey, wait, Isabella! Okay, du willst es mir zeigen und rennst einfach weg. Das finde ich nett. So, wir können zum Navigationsraum, aber natürlich schauen wir uns die Leiche an. Der wurde aufgeschlitzt. Ist nicht eher die Wunde schuld an seinem Tod? Ich würde sagen, ja. Was haben wir hier? Fischornament. Orangefarbener Seestern. Und das war es, glaube ich, soweit. Wimmelbild. Jetzt muss ich gucken. Also. Ich sollte nicht so viel über... Ach da. Ich gehe immer die Liste durch, deswegen... Klimper, Klimper. Haben wir einen Hammer? Oder so? Ja. Erstmal Eigentum zerstören. Das war die Goldmünze. Dann... Was braucht man denn noch so? Seil brauchen wir. Ein X, das X markiert die Stelle. Eine Lupe, die haben wir hier. Eine Pfeife, die haben wir hier. Ein Pinsel. Den haben wir hier. Eine Windrose. Aha. Kokosnuss haben wir hier. Bernstein haben wir hier. Metalldreieck haben wir hier. Und das Schwarzpulver. Da muss ich jetzt schauen. Die Frage immer, ist es halt als, auf dem ersten Blick als solches erkennbar? Du bist wahrscheinlich Tinte. Du bist auch ein Tintenfass. Also es wird nochmal extra Tinte sein. Schwarzpulver. Könnte Schwarzpulver sein. Ach hier. Metalldreieck. Oh, da wüsste ich jetzt nicht mal, wo ich das verwenden sollte. Aber ich brauche eh 3 Stück. Dann hat sich das auch erledigt. Was haben wir hier? Ah ja, dafür brauchen wir das dann. Okay. Was haben wir hier? Ah, da muss wahrscheinlich so 6. Okay, und wir haben ein paar feste Zahlen. Dann machen wir so 8 und 9. 8 und 4. Ich habe das gerade für eine 1 gehalten. 8 und 4 sind 12. Und 3 sind 15. 3 und 7 sind 10. Und 5 sind 15. angenommen, wir lassen die 9 mit im Spiel. Das geht nicht. Dann muss die 9 hier im Spiel bleiben. Dann sind wir bei 14, sind wir zack. 13, 15.
4, 5, 7. Sind 19, 15. 6 sind 15. 7 sind 15. Ah. Du musst normalerweise weg. Ja. So passt. Okay, so passt. Hui. So, jetzt kommt man noch in die Bibliothek. Da haben wir schon wieder den nächsten Raum. Da hinten wunderschöne Möbel aus dem 18. Jahrhundert. Okay. Dann schauen wir uns weiter oben. Da ist gerade irgendwas zu Bruch gegangen, das habe ich gehört. Tagblatt. Unglückliche Ereignisse. Am 16. Juni 1855 geschah ein schreckliches Unglück. Die Familie, die auf einer Insel lebte, verbrannte bei lebendigem Leib in einem Stall, wo sie vor einem Sturm Zuflucht gesucht hatte, als ein Blitz ein Feuer entfachte. Der Fischer und Seemann Alexander Arrington, seine Frau Emma sowie ihre 11-jährige Tochter Isabella kamen dabei um. Mögen sie in Frieden ruhen. Es war furchtbar. Ich musste das Haus vor dem Wind sichern. Ich fühle mich für das Unglück verantwortlich, sagt James Arrington, der Sohn der Familie. Ich stecke hier seit einigen Tagen fest. Ich werde das Schiff nicht verlassen. Sollte dies jemand... Das muss der Kapitän geschrieben haben. Der Mann mit dem Haken ist hinter ihm her. Er konnte den Satz nicht beenden. Armer Dude. Ich dachte gerade, das wäre nochmal ein Rätsel. In den Regalen stehen ja eine Menge Bücher. Ich schätze, die Crew hat gerne gelesen. Dieser Magnet klebt stark an den Astrolabium. Ich werde etwas Hilfe brauchen, um ihn lösen zu können. Da wird uns das Zeug hier wahrscheinlich nicht nützen. Ja, guck mal. Kann man schon mal eins einsetzen. Da haben wir ein Buch. Brauchen wir auch wieder drei Stück. Lull. Man kann eine Spinne ärgern. Ist ja nett. Ah, noch ein Metalldreieck. Das hätte ich fast übersehen. Aber sonst nichts Neues. Dann auf in die Kapitänskabine. Captain is locked behind that door. I have to get in there and fast. Das, ja, machen wir. Wir kommen gleich, Dude. Wir kommen gleich. Ich kümmere mich noch um ein paar andere Rätsel und dann kümmere ich mich drum. Was brauchen wir denn hier? Fischornament habe ich. Das dürfte der Kristall sein. Sehr schön. Den Rest habe ich halt noch nicht. Aber ich komme gleich. Alles gut. So. Oh, da brauchen wir noch einen Schlüssel. Mann, den Stundenzeiger habe ich ja sogar. Aber gut, wir haben den Haken. Darum kümmere ich mich mal direkt. Dankeschön. Plansch, 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 plansch. Ein Äuglein. Übernehmen kann ich hier von nix, ne? Nee. Kann es sein, dass ich irgendwo noch ein Dreieck übersehen habe? Hier komme ich nicht weiter. Die Konstruktion ist eingestürzt. Hier scheint es aber wirklich erstmal nichts weiter zu geben. Hier auch nicht. Die Schnur. Ich weiß nicht, ob ich die irgendwie mit irgendwas Aha. Okay. Damit kommen wir auch weiter.
Kling. Neptun-Symbol. Aber das habe ich ja außerhalb gebraucht und nicht hier drin. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, dass man es hier drin gebraucht hätte. Schauen wir uns nochmal genau um. Hier gab es eigentlich nichts Neues mehr. Auch nichts Altes. Im Allzweckraum. Da schwimmt eine Figur, aber da komme ich jetzt auch erstmal nicht ran. Habe ich irgendwo noch was übersehen? Achso, da war ich gerade drin. Hier kann sie nichts Interessantes finden. Schon vor einiger Zeit gestorben. Na, ja, müssen wir hier drin weitersuchen. Schauen, was wir noch finden. Ja, ich habe leider nur zwei Stück. Irgendwas muss ich noch tun. Eine wunderschöne Deckenverzierung. Aha. Ja gut, da fehlen mir halt noch drei Bücher. Hier fehlt mir ein Äuglein, hier fehlen mir Ornamente. So ein Kack aber auch. Ah, hier brauche ich den Schlüssel. Ach, was haben wir denn hier? Das bringt mir aber auch. Ah, mein Zack. Ah. Sehr schön. Kommen wir ja doch noch weiter. Stundenzeiger. Brauche ich noch einen Minutenzeiger, so wie es aussieht. Ja, ich weiß doch. Ich kann dir jetzt auch nicht helfen. Irgendwas fehlt mir noch. Also schön, dass du leuchtest, aber hier kann ich auch erstmal nichts tun. Auch wenn ich gerne weiterschauen würde. Ganz schön wäre es tatsächlich, wenn ich einfach rausspazieren könnte. Ich kann rausspazieren. War ja irgendwie wieder klar. Gut. Dann Schiffsdeck. Einmal hier. So, da haben wir den Minutenzeiger. Aber mehr ist das auch gar nicht. Und hier haben wir noch ein Wimmelbild. So, also Schriftrolle, Schildkröte, Goldblume, könnte das hier sein? Kann auch was anderes sein, bin mir nicht sicher. Knochen, diese Pflanzen stechen, ich schneide sie besser ab. Wahrscheinlich damit. So, Bernstein auch erledigt, Hufeisen, seht ihr jemanden Hufeisen? Da. Schrimp, Krabbe, Heizahn, Feder hätte ich noch, das Buch hätte ich noch.
Das ist der Heizahn. Pistole. Ah, da. Goldblume bist du? Nein. Goldblume? 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 Ach, da. Gott, ich bin so blind. Ein Buch. Okay, wir haben den Minutenzeiger, wir wissen die Uhrzeit. Dann auf. So, 19.10 Uhr. 6, so. Und so. Sehr schön. Ja, da springen wir wahrscheinlich direkt zum nächsten Rätsel. Ah, okay. Müssen wir das Bild vervollständigen. Das passt soweit. Komplette Untergrund passt. So. So. Passt auch soweit. Ja. Sehr schön. Ein Ornament, Faden. Tag 5. In meinem Traum erschien mir der Geist eines Mädchens. Darin sah ich einen Raum voller Schatztruhen und eine Familie, die bei lebendigem Leib verbrannte. Der Traum wirkte so echt, dass ich schweißgebadet aufwachte. Das Schiff kämpfte gerade gegen einen mächtigen Sturm an. Die hohen Wellen schlugen auf das Deck und wir verloren die Kontrolle über das Schiff. Und unten drunter eine Nummerierung, die für uns dann fürs Bücherrätsel sehr wichtig ist, welches wir jetzt lösen können, weil wir alle Bücher haben. Heißt Bibliothek. So, kurz in die Notiz schauen. Ziege, Taurus, Frau. Ziege, Taurus, Redemption. Waage, Skorpion, Schütze. Passt. Seestern, noch ein Kartenteil. Seestern können wir hier einsetzen. Und da haben wir das andere Auge. Sehr schön. Kapitänskajüte. Wander. Auge einsetzen. So viel geiler Hightech-Scheiß auf so einem alten Schiff. So, reicht aber natürlich noch nicht. Ankerornament, Nadel und Faden. Erinnert mich an ein sehr geiles Spiel. Wer kann erraten, welches Spiel ich meine? So, wir sind aber noch nicht fertig. Nadel und Faden. Bezweifel mal, ne. Hätte mich jetzt auch gewundert. Ich glaube, hier brauchen wir wirklich überhaupt nichts mehr, oder? Ah, den Kescher. Können wir damit noch... Ah, damit können wir dann die Statue hochholen. Also beziehungsweise halt das letzte Ornamentstück. Falscher Raum. Allzweckraum. Herr Jungfrau und Figur. Zack. Zack. Auch mit dir. Da ran. Rinder. Gell? Finde ich auch. Und überhaupt nicht übertrieben. Oh no, Captain, can you hear me? Are you still alive? He tortured me. My sailors are dead. I will bring some help. It's him. Forgive me.
me. The ship's captain is just one more victim of the monster. He must be stopped. Since you managed to get this far against our enemy, I will help you. But first, I will show you how I died. Oh, finde ich schön. It was almost 50 years ago that my family and I lived on the island. It was different then. Until the day I saw him robbing one of our ships and murdering the crew. I took off to tell my parents, but he saw me and followed. He locked us in the stable and set it on fire. We felt the flames before we suffocated. You must be very cautious, Madam Detective. He's an evil man with a taste for blood. The medallion I lost will help you learn the murderer's identity. Find my medallion. Und warum sagst du sonst nicht einfach? Who is the murderer with the hook? My answer is on Devil Island. Gelange zur Teufelsinsel. Finde das Medaillon. Das wird mein nächstes Ziel sein. Erstmal wieder ein Wimmelbild. So, was brauchen wir alles? Wir brauchen viel. Holy moly. Wo fange ich an? Ich lese Wikingerhelm. Sehe ich hier irgendwo einen Wikingerhelm? Was ist denn für den typischer Wikingerhelm? Die Kokosnuss. Guck mal, die habe ich direkt gefunden. Ein Seestern. Sehe ich den hier irgendwo? Da hinten. Da ist auch der Wikingerhelm. Römischer Soldat, den haben wir hier. Armbrust, habe ich doch gerade eben irgendwo gesehen. Da. Was haben wir denn noch so? Poseidon-Statue. Da hinten. Ganz schön gut versteckt. Vogelfutter. Du bist kein Vogelfutter, oder? Bist du Vogelfutter? Nee. Du bist Kaffee. Piratenstatue, die ist hier. Eine Amphore. Bist du? Was ist ein Kandelaber? Damit, mit dem Begriff kann ich nichts anfangen. Sorry. Vogelfutter. Gib mir mal ein Futter. Na, wusste ich doch. Du bist Kaffee. Du bist kein Vogelfutter. Und pinkfarbene Kristalle? Ich meine, es ist spät. Wir haben es, glaube ich, jetzt 1 Uhr morgens oder so. Da lassen auch meine Äuglein ein bisschen nach. Aber... ein Trinkschlauch? Du bist kein Trinkschlauch, ne? Du bist ein Trinkhorn. Oder generell halt ein Horn. Schlauch. Pfeife, Angel. Sieht hier irgendjemand pinkfarbene Kristalle oder so ein Schrott? Oh je. Ah, guck mal. Das war der Trinkschlauch. Pinkfarbene Kristalle. Genauso wie Vogel.
Okay, dann habe ich das schon mal. Das war jetzt Zufall. Vogelfutter, wo ist das Vogelfutter? Ist hier irgendjemand irgendwo Vogelfutter? Bin ich der Einzige, der hier immer so super blind ist? Ich schieb's auf die Uhrzeit. Ich sehe keine pinkfarbenen Kristalle. Und ich sehe kein Vogelfutter. Am I stupid? Or am I just blind? Ja, okay, ich bin jetzt mal so fies. Ah, okay, das ist das Vogelfutter. Pinkfarbene Kristalle, pinkfarbene Kristalle, pinkfarbene Kristalle. Leck mich. Was sind die denn? Pinkfarbene Kristalle. Ja, komm, der jetzt. Alter, oh. Nee. Vogelfutter. Ey, Dude. Willst du ein bisschen Futter? Ich geb dir Futter. Ja, sollte ich vielleicht erst ausmachen. Aufmachen. So, Vögelchen nach draußen. Du bist ein ganz schön schlauer Vogel. Danke für das Kartenteil. 6514. Aber wo kann ich das gebrauchen? Ah, das nehme ich auch mal mit. Lol. Jetzt hätte ich es gerochen. Oder. Okay. Brauchen wir zwei von. Ah, was war die Nummer? Sorry, muss nochmal gucken. 6514. Die Frauenstatue soll unserem Schiff Glück bringen. Sie trotzt Wind und Meer. Sie ist tapferer als jeder Seemann an Bord. Durch ihre Tapferkeit macht sie uns Mut. Ihr Blick lässt uns gütig werden. Naht ein Sturm, versammeln wir uns zu ihren Füßen und bitten um Gnade. Sie hat uns stets beschützt. Wer würde das Herz eines Seemanns besser verstehen als diese Frau? So, zweite Statue. Ein Dreizack. Okay. Ich glaube, jetzt haben wir soweit hier mal alles geklärt, oder? Oder gibt es hier noch was, weil du hier noch glitzerst? Ja, den Code habe ich gesehen. Okay. Aber dann sind wir jetzt tatsächlich auch am Ende der Zeit angekommen. Ja. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dadurch, dass ich dieses Spiel so liebe, jetzt mal abgesehen von der Synchronisation und manchen, ne, wie gesagt, Wimmelbildspiel kann man nicht wirklich ernst nehmen. Wenn ihr Bock habt, dass ich das fertig spiele, spiele ich das fertig. Habe ich überhaupt kein Problem mit, mache ich gerne. Mache ich eine Aufnahmesession durch und dann habt ihr da noch ordentlich was zu gucken. Also, wenn es euch interessiert. Und wenn euch generell das Video gefallen hat, dann lasst es mich wissen. Verbreitet es auch gerne. Und ja, dann war es das eigentlich schon grob von meiner Seite. Ich werde jetzt langsam mal ins Bett gehen. Ich muss morgen wieder arbeiten. Und dann bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge von 60 Minuten. Euer Daniel. Adios.